bisschen fester ziehen. Ja. I'm ready. Da ist es eine Schlange. Hallo, guten Morgen. Mein Name ist Melissa Eden. Ich komme aus München und ich bin heute unterwegs mit der DB Regio. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Ich weiß nur, dass ich euch mitnehmen darf. Kommt mit. Also ich hätte Lust auf etwas Entspanntes. Etwas, was nicht draußen ist, vorzugsweise. Die Kälte und ich, wir sind keine Freunde. Wow. Hallo, herzlich willkommen in der DB Regio Bayern. Das ist die Box mit vielen Erlebnissen. Ich wünsche viel Spaß dabei. Ja, danke. Unboxing Bayern. Neoprenhandschuhe. Was soll ich damit denn machen? Klettern? Ein Strandhandtuch. Das ist ganz hübsch. Wow, ein Badeanzug. Eine Babymütze und ein Babyschal. Was ist das hier? Eine Plastikkarotte und zwei Knöpfe. Okay. Cool, Tutzing. Wow, das sieht so schön aus. Aber was mache ich hier überhaupt? Ich glaube, ich sehe schon was. Ha. Baue eine Schneemannfigur mit Zylinder, Hut, Knopfaugen und Möhrennase. Figur kann sonst aus allem sein. Und dafür habe ich 5 Minuten Zeit. Ich sehe da hinten einen Zylinder, den hole ich mir jetzt. Dann kann ich daraus irgendwas basteln. Okay, alles klar, ich probiere es jetzt einfach damit. Ich muss euch sagen, ich bin nicht die Beste in Basteln, aber ich probiere mein Bestes. Ein Kleber wäre jetzt natürlich geil. So. Hier, ich hab's. Ich will ein Foto davon machen, genau. Ich find's süß. Das ist ja cool. Weißt du, wo die nächste Box ist? Kommt mit. Mal schauen, was hier drauf steht. Nein, nicht euer Ernst. Geh Eisbaden. Hier ist der Badeanzug. Oh Mann. Hallo Melissa. Oh. Ich bin dein Trainer für heute und wir gehen zusammen Eisbaden. Okay, let's go. Ich erkläre dir jetzt erstmal die Atemübung. Kombination aus Atemtechniken, Kältetraining, dann mit dem Eisbaden und Meditation. Die Atemübungen, die wir machen, helfen dir dann leichter ins kalte Wasser zu kommen. Wir atmen so 30, 40 Mal tief ein, so voll du kannst einatmen. Und dann nach 30, 40 Atemzügen ungefähr machen wir eine Atempause mit leerer Lunge. Nehmen wir einen tiefen Atemzug und halten den dann ganz fest. Nimm noch 10 große, tiefe Atemzüge. Danke dir. Danke dir. Also die Luft beim Einatmen war extrem kalt, aber ich fühle mich richtig gut und mir ist auch gar nicht kalt. Soll ich bereit machen? Wir ziehen uns um und dann zeige ich dir noch ein paar Aufwärmübungen vor dem Wasser. Und dann gehen wir zusammen hier in den Starnberger See. Wir stellen uns hier in diesen tiefen Stand, in den Pferdestand. Und stellen uns vor, vor uns ist ein großer, schwerer Stein, den drücken wir weg. Mal feste wegdrücken. Diesen großen, schweren Stein wegdrücken. Ja. Und nochmal. Okay, gut gemacht. Und fühlst dich bereit jetzt? Wenn ich jetzt wandern. Okay, dann ab in den Badeanzug und dann gehen wir baden. Okay. Schön. I'm ready. Hey. Hello. Bist du ready? Yes. Okay, let's do this. Ich schaff das. Hm, wie bitte? Sorry. Alles gut, alles ich bin gut. Nicht ich da. Ich weiß, was bei dir passiert. Okay. Also jetzt noch mal tief durch die Nase ein. Was ist das da? Ist das eine Schlange? Nee, das ist ein Stock. Okay, gut. Nee, da musst du keine Angst haben. Okay. Heute keine Wasserschlangen da. Okay, super. Oh mein Gott! Und dann langsam aus. Oh mein Gott!
Du kannst atmen. Sollte ich nicht erstmal meine Hände und Brust und so erstmal das machen? Kannst und Kannst so? Du machen, wenn du möchtest? Ich glaube, ich möchte das. Okay. Oh. Ich glaube, ich schaff's nicht. Du kannst es. So, gehen wir einmal ganz raus. Boah, ich spüre meine Beine nicht mehr, glaube ich. Gleich wirst du sie richtig gut spüren. Klasse! Oh mein Gott. Jetzt hast du das Schlimmste hinter dir. Oh Gott, ich bin raus. Okay. Boah. Ich spüre meine Beine nicht. Wow. So. Du warst im Starnberger See bei 7 Grad. Oh mein Gott. Und wirst du wieder in den See gehen? Definitiv nicht. Oder wer weiß. Mal schauen. Also ich fühle mich jetzt wirklich sehr gut. Und war nice. Danke. Sehr gern. Wow, war echt nicht ohne. Aber ich habe es geschafft. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mache. Und ja, die Übungen mit Mario, die haben wirklich geholfen. War eine tolle Erfahrung. Ich werde mich hier jetzt noch ein bisschen aufwärmen und dann fahre ich mit der DB Regio nach Hause.